Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Vanguard. Es geht mal wieder weiter und diesmal nur noch mit diesem Modus Patrouille, dachte ich mir. Also ausschließlich. Und mal mit der Nikita, gerade freigespielt. Aufsatz, jetzt ein Visier, wie man sieht, und die erste Mündungsbremse. Und jo, weiter geht's. Waffentest. Oh, nice. Nicht so nice. Bisschen zu laut, ne? Sowas. Oh, eine Map, wo ich auch lange nicht mehr drauf war. Mal wieder ein bisschen Abwechslung sozusagen, ne? Vor allem mit der neuen Waffe. Ich hätte ja so gerne Waffen. Ah, schade, für den zweiten hat es leider nicht mehr gereicht. Oh, scheint aber sehr präzise zu sein, der Kollege hier. Kollege Nikita? Sowas. Hä? Aus der Hüfte funktioniert die auch. Was kommt da halt reingerannt? Also der Spielmodus ist echt cool, muss ich sagen. Der gefällt mir richtig gut. Führung verloren. Holt sie zurück. Ich muss sagen, der kleine Punkt ausschließlich im Fadenkreuz oder als Fadenkreuz gefällt mir auch ganz gut. Was ist das? Muss verteidigt werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss mal wieder warm werden, ne? Wie es immer so ist. Mit der ersten Runde. Ich hab auch gar nichts gesehen, ey. Der riesen Schild vor mir. Oh, der war geil. Jo, Präzision ist am Start bei der Knifte. Oh. Okay, okay, okay. Oh. Was hier alles wieder herumrennen, ne? Feindliche Spionageabwehr Ziele bestätigt. Patrouille zum Schutz verteidigt werden. Oh, FPS ist wieder so echt im Keller, ne? Naja. Ah, das ist ja die Patrouillen-Spot sozusagen genau an deren Spawnpunkt, ne? Ich muss sagen, so für die ersten Male mit der Waffe. Gibt jetzt mir richtig gut, ey. Auf jeden Fall. Die Patrouillenzone ist unser. Tü-tü-tü-lü. Ja, die macht Sachen. Nice, ey. Wow. Okay. Nein, gib mir meine mal wieder. Danke. Hier war gerade was. Hier was von links. Eventuell. Wow! Ah, schade. Schade, schade, schade. Marmelade. Ich mag Marmelade. Aber wer mag sie nicht, ne? Gibt es jemanden, der keine Marmelade mag? Interessante Frage, ne? Die Patrouillenzone ist unser. Okay. Oh ja. Aber ich werde auf jeden Fall nach der Runde noch ein bisschen Einstellungen vornehmen müssen. Dass es mir viel zu wenig FPS. Ist ja gerade so mit Ach und Krach flüssig. Das ist interessant. Es lief auch mal besser, ne? Komische diese Sache auf jeden Fall. Alter.
Was für eine geile Waffe, ey. Die fällt mir richtig gut. Oh. Really nice. Doch, die ist auf jeden Fall ausbaufähig. Wir liegen in Führung. Relativ schnell angelegt, so ein Stockmäßig. Ist ja jetzt noch nichts drauf, was die Anlegezeit verringert. Wie gesagt, die erste Mündungsbremse und das erste Visier, das brauchen wir ja nicht. Boah. Das wackelt zu doll. Die Magazine sind ein bisschen zu klein für mich. Ah, bis zum Magazin, was ein bisschen größer ist, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern, ne? Oh, jetzt kommt hier gleich ordentlich was reingerannt, ne? Schade. Schade, schade, schade. Oh, gleich mal so eine Kiste hier nehmen. Oh. Boah, das ruckelt echt ganz schön, ne? Wir haben die Führung. Weiter so. Ah, schon fast PlayStation-like hier, ne? Fast konstante 60 FPS. Ist die Frage, würde doch der PS4 Pro so gut aussehen? So detailliert wahrscheinlich nicht, ne? Aber es macht schon echt einen Unterschied, ne? Ob man jetzt mit 60 FPS spielt oder mit dem doppelten FPS. Gerade in einem Shooter. Hab ja, wie gesagt, auch jahrelang COD auf der Konsole gespielt. Und es ging auch, aber sobald ich mal den ersten 144 Hertz Monitor hatte, ist das denn doch ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. Komme ich auf jeden Fall besser mit klar. Die Patrouillenzone ist unser. Sehe nichts. Wow! Aber ich habe einfach mal durch die beiden gerade durchgeschossen, ne? Das war auch komisch. Die Führung ist unser. Haltet die Zone, wir sind im Vorteil. Ah, schön. Nicht so schön. Bing, 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 bing. Ah, das zählt nicht mehr, ne? Oh, Audio-Euroschlag ist ja schön laut. Hoffe, das passt so ein bisschen mit der Aufnahme. Wie die Runde überhaupt so war. Oh, boah. Lol. Gar nicht so schlecht. Ja. Guck mal hier, guck mal hier. Ne? Und so. Ach, dieses Spiel. Ich weiß auch nicht. Es macht mir halt unglaublich viel Spaß. Oh, okay. Vollkommen okay. So, mal schauen. Jetzt werde ich ja bestimmt den einen oder anderen Aufsatz nochmal erspielt haben.
Na, komm schon. So, alles grün, sieht ja schon mal ganz gut aus. Lauf. Ja, warte, und effektive Reichweite. Dafür aber die Präzision runter. Nee, das muss nicht sein. Das könnte interessant sein. Das auf jeden Fall auch. Ja. Das. Und das, perfekt. Tun wir hier noch? Ist auch nicht schlecht. So, gehen wir mal hier aus der Lobby raus. Hein? Dann noch mal kurz in Ruhe. Den Kit kann man noch schauen. Ne? Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber ja, Nikita, ist sie überhaupt so? Ja, ne? Ja. Macht auf jeden Fall richtig Bock, das Ding. Ich sag ja, die Sturmgewehre in Wingard, die machen so Laune, ey. Jo, na denn, wa? Würde ich sagen. Lassen wir das so für die Runde. Ich guck mal jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen die Einstellung rein. Ob da ein bisschen mehr FPS drin sind. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, wa? Bis dahin. Ciao, ciao.